Einen wunderschönen guten Abend, Leute. Also, euer Aufruf wurde erhört. Wie oft bin ich schon gefragt worden? Einige haben es selber rausgefunden. Es geht darum, MyFitnessPal mit dem Fitbit, also mit diesem Tracker, zu verbinden, damit ihr am Ende des Tages, also damit ihr diese voraussichtlichen Kalorien, die ihr bis zum Ende des Tages verbrennen wird, sehen werdet, also diese Vorschau, so wie es schon beim Bodymedia war. Und ja, ich zeige es euch jetzt einfach mal hier. Ihr öffnet beide Seiten, also die MyFitnessPal-Seite und hier eure Fitbit-Seite. Ihr braucht mich auch hier nicht zu adden oder so, ich nehme niemand an, weil das hat ja hier nichts. Ich meine, ich chatte ja nicht hier rum oder was, die Zeit hätte ich sowieso nicht. Wenn mir jemand was zu sagen hat, kann er das auf Facebook machen. So, ihr geht jetzt hier auf Apps, Leute. Ja, da oben auf Apps. So, jetzt gibt es hier, genau, und da sieht man es schon gleich, Fitbit, wahrscheinlich eins von den Trackern, die öftesten gekoppelt werden. So, jetzt seht ihr MyFitnessPal von, möchte gerne auf dein Profil zugreifen, erlauben. So, wenn ich jetzt hier zurückgehe, bei Anwendungen hier, seht ihr, welche Apps im Moment gekoppelt sind. Hier seht ihr nur das Endomondo bei mir. Jetzt gehe ich zurück, Congratulations, bla bla, get started. Now. So, jetzt müsste es eigentlich, jetzt tue ich hier nochmal aktualisieren. Ja, und das war's schon, Leute. Und jetzt habt ihr hier MyFitnessPal gekoppelt. Ich zeige es euch jetzt am Handy schnell. Mal kurz Pause. So, ich zeige es euch jetzt mal kurz. Das ist die Handy-App, wenn jetzt zurück. Genau hier unten seht ihr es ja. Fitbit Calorie Adjustment. Wenn ich jetzt draufklicke, und dann seht ihr es hier. Fitbit Kalorien verbrannt. Basierend auf 2568, die ich bis 17.44 Uhr verbrannt habe. Jetzt sagt er mir, ungefähr 3343 werde ich bis zum Ende des Tages verbrennen. Das ist natürlich ja nur eine grobe Einschätzung auf, ja, die bereits verbrannten Kalorien. Und ja, aber das passt meistens so. Also, so Leute, das war es auch schon. Ganz kurzes Video. Ich hoffe, ich habe damit einigen geholfen. Wir sehen uns. Wenn ihr noch Sachen wissen wollt über das Fitbit und so weiter, schreibt es drunter und dann werde ich so eine Reihe fortführen, falls irgendwie offene Fragen sind zwecks dem Fitbit. Dieses Endomondo ist auch nicht schlecht. Hatte ich schon gekoppelt. Wer da vielleicht was wissen will. Aber das würde ich schon im anderen Video machen. Genau. Das habe ich nur, falls ich mal Fahrrad fahre, auf dem Home Trainer. Sonst verwende ich das nicht. Bis dann.